In Deutschland läuft man Gefahr, als Patriot, als Faschist oder als Nazi gebrandmarkt zu werden. Die, die das tun, die wissen oft gar nicht, was es mit dem Faschismus auf sich hat. Die wissen oft gar nicht, dass sie damit eine wirkliche unerträgliche Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus leisten, wenn sie jemanden, der in der Opposition ist und als Patriot wirkt, als Nazi diffamieren. Deutschland über alles oder alles für Deutschland? Das ist hier die Frage. Höcke steht vor Gericht. Und zwar, weil er am 29. Mai 2021, also bereits vor 3 Jahren, eine Rede hielt. Und gegen Ende dieser Rede verwendete er einen Dreiklang, in dem er sagte: Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Alles für Deutschland jedoch scheint eine Nazi-Parole zu sein. Mir persönlich war das nicht bewusst und auch Höcke behauptet, obwohl er ein Geschichtslehrer ist, dass er davon bislang nicht wusste und erst im Nachhinein darüber aufgeklärt wurde. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob man seiner Rechtfertigung trauen kann. Ich bin an das ganze Verfahren herangegangen, ohne viel davon zu wissen und ich wusste auch nicht, was der entscheidende Satz war, den Höcke verwendet hat in seiner Rede. Deswegen hatte ich tatsächlich spekuliert, dass es sich womöglich um eine sehr spezifische Aussage mit einem klaren Wortlaut handelte, bei der man Assoziationen zum Nationalsozialismus ziehen kann. Jedoch sehe ich bei dem Satz "Alles für Deutschland", dass man diesen auch recht neutral gebrauchen könnte, wenn man nicht von dem Kontext weiß. Damit möchte ich definitiv nicht sagen, dass wir diesen Satz legitimieren sollten. Aber ich bin auch der Ansicht, dass Nazis nicht alle Aussagen pachten können und sollten, die auch heute eine zumindest inhaltliche Legitimität vorweisen können. Ich werde jetzt einen kleinen Auszug aus einer Rede vorlesen. Schwere Sorgen lasten seit Jahren auf unserem Volk. Nach einer Zeit stolzer Erhebung, reichen Blühens und Gedeihens auf allen Gebieten unseres Landes sind, wie so oft in der Vergangenheit, wieder einmal Not und Armut bei uns eingekehrt. Trotz Fleiß und Arbeitswillen, trotz Tatkraft, einem reichen Wissen und bestem Wollen suchen Millionen Deutsche heute vergebens das tägliche Brot. Die Wirtschaft verödet, die Finanzen sind zerrüttet, Millionen ohne Arbeit. Dies ist eine Rede von Adolf Hitler. Und rein objektiv gesehen liegt er mit der Feststellung der Armut in Deutschland zu der Zeit nicht einmal falsch. Womit er jedoch vollkommen falsch liegt, sind die Maßnahmen, die er anschließend ergriffen hat, um Deutschland in seinen Augen zu retten. Deswegen würde es mir natürlich nicht im Traum einfallen, diese Rede zu kopieren, auch nicht diesen Ausschnitt, selbst wenn man ihn als objektiv und neutral bewerten könnte. Denn damit wäre höchstwahrscheinlich ein gewisser Vorsatz verbunden. Warum würde ich einen Ausschnitt aus einer Hitlerrede verwenden, um auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen? Damit würde ich eine Assoziation zu Hitler schaffen und das würde ich definitiv nicht wollen. Deswegen ist im Grunde die alles entscheidende Frage im Prozess von Björn Höcke: Hatte er den Vorsatz, mit dem Nationalsozialismus assoziiert zu werden? Aber bei dem Satz "Alles für Deutschland", der in einem kurzen Teil seiner Rede nicht einmal alleinstehend, sondern in diesem Dreiklang präsent war, denke ich, dass die wenigsten Menschen überhaupt darauf aufmerksam werden und darum auch diese Nazi-Assoziation überhaupt nicht ziehen würden. Das heißt, es gibt nur zwei mögliche Angriffspunkte der Gegenseite. Und zwar erstens, man wirft Höcke vor, dass er wollte, eine unterschwellige Assoziation zum Nationalsozialismus ziehen zu lassen durch seine Zuhörer. Das heißt, es gibt eventuell eine Nische extrem rechtsradikaler Personen, die ihm zugehört haben und die dieses Zitat erkennen und es als ein nationalsozialistisches Zitat für sich auch pachten wollen. Das würde aber nur dann Sinn ergeben, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass ein großer Teil der AfD-Zuhörer sich in diesem Bereich des rechtsradikalen Spektrums befindet. Und das ist irrsinnig. Es ist extrem unwahrscheinlich und ich glaube, das müssen wir auch einfach objektiv so betrachten, dass Höcke tatsächlich vorhatte, eine unterschwellige Nachricht an seine Nazi-Zuhörer zu richten.
Also erstmal muss mir ja schuldhaftes Verhalten oder Vorsatz nachgewiesen werden. Nochmal, wann fängt das Wissen an? Und selbst wenn man nachweisen könnte, ich hätte es mal irgendwo gehört im Studium, kann man von einem Menschen erwarten, dass er 30, 40 Jahre etwas memoriert, was er einmal gehört hat und dann in einer freien Rede vielleicht nicht doch irgendwie in einem völlig anderen Kontext transportiert. Und nochmal, diese Rede hatte ja keinen NS-Kontext, wie ich noch nie eine Rede im NS-Kontext gehalten habe, weil ich mit Nationalsozialismus auch tatsächlich nichts, aber auch gar nichts am Hut habe als freiheitsliebender Mensch. Das heißt, der zweite Angriffspunkt der Gegenseite wäre, dass der Satz alles für Deutschland grundsätzlich falsch ist, weil er offensichtlich eine Assoziation zum Nationalsozialismus aufweist. Das sehe ich aber nicht so. Und das kann ich euch auch sehr leicht beweisen. Zu Anfang des Videos sagte ich, Deutschland über alles oder alles für Deutschland, das ist hier die Frage. Diese beiden Sätze sind einander sehr ähnlich, würde ich sagen. Aber nur einer von ihnen hat einen nationalsozialistischen Hintergrund. Das Lied der Deutschen, auch bekannt als das Deutschlandlied, wurde von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben am 26. August 1841 gedichtet und die Melodie stammt von Joseph Haydn. Die dritte Strophe des Liedes ist seit 1952 die offizielle Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Die erste Strophe, die mit Deutschland, Deutschland über alles beginnt, wird jedoch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gesungen, da sie missverstanden werden kann und historisch belastet ist. Es ist also verständlich, dass Missverständnisse aus diesen Formulierungen resultieren können. Und ich glaube, dass genau das der Fall ist in Höckes Prozess, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, weil er sich selbst nicht der Herkunft dieses Satzes bewusst war. Höcke ist, wie ich bereits sagte, Geschichtslehrer. Und sein Spezialgebiet, wie er selber in einigen Interviews gesagt hat, ist tatsächlich eher das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gab es eine sehr starke liberale Nationalbewegung in Deutschland. Tatsächlich gab es zu dieser Zeit noch nicht einmal Deutschland als solches, wie wir es heute kennen, sondern viele kleinere Territorien. Und innerhalb dieser Territorien merkten die Menschen jedoch, dass sie alle dieselbe Kultur pflegten und deswegen wollten sie, dass ein nationales Deutschland geschaffen wird. Gleichzeitig wollten sie sich damit von ihren Obrigkeiten lösen und die Freiheit zurückgewinnen. Und genau das ist es, worauf sich Höcke spezialisiert und was er als Inspiration auch für seine Reden und für seine Ansichten nutzt. Viele Nazi-Parolen haben ihre Ursprünge bereits im 19. Jahrhundert und das genau deswegen, weil ein starker Nationalstolz auch die Ideologie der Menschen im 19. Jahrhundert dominierte, jedoch mit einem Anspruch auf die Freiheit. Und genau das ist es, was dann im 20. Jahrhundert, besonders unter Hitler, in der nationalsozialistischen Ideologie komplett wegfiel. Meiner Ansicht nach sollte der Nationalstolz differenziert werden vom Nationalsozialismus. Wir haben dafür auch den schöneren Begriff Patriotismus, den ich auch selber verwende. Es ist nicht meine Aufgabe, Höcke zu verteidigen. Ich wurde auch nicht dazu angefragt, das zu tun. Der Grund, weswegen ich dieses Video mache, ist vielmehr, weil ich weiß, dass die Medien sehr polarisierend und sehr populistisch nur eine Seite berichten wollen. Ein sehr wichtiger Aspekt, den ich hier zu Höckes Prozess erwähnen möchte, ist, dass Höckes Verteidigung gefordert hat, dass der gesamte Prozess aufgenommen wird. Und dieser Antrag wurde abgelehnt. Natürlich sind aber zahlreiche Journalisten vor Ort, die ihm die Worte im Mund umdrehen können oder nur Einzelheiten dokumentieren. Beispielsweise wurde jetzt schon mehrfach erwähnt und später auch von der Staatsanwaltschaft so reproduziert, dass Höckes Rede mit diesen Worten geendet hatte. Wie Boris von Morgenstern auf YouTube jedoch enthüllt hat, ist das überhaupt nicht der Fall. Und nach diesem Zitat sind noch 35 weitere Worte gefallen. Das war also nicht der Abschluss der Rede. Dieser bleibt den meisten Zuhörern wahrscheinlich besonders prägnant im Kopf, nicht unbedingt dieses Zitat im Dreiklang. Etwas verwundert war ich dann zu Beginn, als Dr. Adina Kessler-Jentsch, die Pressesprecherin des Landgerichts, sich vor die Mikrofone stellte und eben mitteilte, warum man sich heute hier zusammengefunden hat, weshalb Björn Höcke angeklagt ist. Und dabei nutzte sie dann diese Formulierung hier. Konkret soll der Angeklagte im Mai 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung der Partei Alternative für Deutschland im sachsen-anhaltischen Merseburg eine Rede gehalten haben,
Diese Rede soll er mit der Formulierung "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" beendet haben. Ich habe das dann auch mal nachgezählt, sofern man das Datum als ein Wort zählen möchte, waren es insgesamt 35 weitere Worte. Für Deutschland gehen wir gemeinsam in Sachsen-Anhalt einen großen Schritt in eine bessere Zukunft für Sachsen-Anhalt, aber letztlich auch für Deutschland. Liebe Freunde, alles ist möglich, wenn ihr die AfD am 6.6. zur stärksten Kraft macht. Boris von Morgenstern, der tatsächlich beim Prozess anwesend war, hat schon jetzt festgestellt, dass einige Medien, die sich eher im Mainstream bewegen, Originalzitate falsch wiedergegeben haben und teilweise auch unterschiedlich dokumentieren. Man hofft natürlich darauf, dass Höcke gerade jetzt kurz vor den Wahlen das Recht darauf anzutreten und das Wahlrecht entzogen werden. Ist dies ein fairer oder nur ein rasant durchgepeitschter Prozess? Ich überlasse das Ganze jetzt eurem Urteilsvermögen. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich weder Nazi-Parolen verherrlichen noch wiederbeleben möchte. Das ist nicht meine Intention bei dem Ganzen, sondern ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es in Ordnung ist, zu erkennen, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man einen Satz falsch verwendet hat, und man kann das öffentlich danach zugeben. Genau das hat Höcke getan. Er sagt, er hatte nicht die Intention, damit irgendeinen nationalsozialistischen Vergleich zu schaffen. Und hätte er die Intention gehabt, tatsächlich damit Pluspunkte bei irgendwelchen Nazis unter den Zuhörern zu gewinnen, dann hätte er sie jetzt verloren, denn sie würden ihn jetzt wahrscheinlich als Feigling anerkennen. Ich muss auch noch einmal betonen, in der Debatte, die kürzlich zwischen Höcke und Vogt stattgefunden hat, habe ich ein sehr positives menschliches Bild von Höcke gewonnen und er hat sich auch sehr bestimmt gegen den Antisemitismus ausgesprochen. Herr Höcke, ja. Sie haben jetzt viel genickt, Ihre Replik. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir da fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Soweit ich das von außen beurteilen kann, bedient sich Höcke keiner Nazi-Rhetorik, sondern hat einfach einen Patriotismus in seinen Reden verankert. Und vielleicht ist es an der Zeit, jetzt auch besonders, da der Stolzmonat im Juni wieder ansteht, dass wir uns wieder mehr auf unseren Stolz als Deutsche, auf unsere Kultur besinnen. Das heißt nicht, dass wir ausländerfeindlich sind oder dass wir andere Kulturen nicht wertschätzen können. Ganz im Gegenteil. Wir möchten eine Differenz zwischen den Kulturen schaffen, sodass wir auch die Diversität von Kulturen international bewahren können. Denn die Diversität löst sich auf, sobald alle Kulturen miteinander vermischt werden und ineinander untergehen. Damit beende ich dieses Video. Wie immer bin ich euch herzlich dankbar für eure freiwillige Unterstützung. Denn mein freier Journalismus und meine Medienanalysen leben davon, dass ihr euch mir freiwillig zuwendet. Lasst dem Video auch gerne ein Like da und einen Kommentar, wie ihr dazu steht. Und wenn ihr weitere Inhalte von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, sodass ihr immer informiert werdet als allererste, wenn eine neue Premiere ansteht. Oder mir einfach auf Telegram folgen oder auf X. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen war es für mich unerträglich, als freiheitsliebender Mensch in einem Land zu leben, in dem der Meinungskorridor immer weiter eingeschränkt wurde. Also ich bin seit meiner Kindheit ein freiheitsliebender Mensch und es ist für mich vor allen Dingen auch der Kampf um die Meinungsfreiheit gewesen, in die Politik gegangen zu sein.